Nicefische bald mir gerade. So, jetzt kommt die Wurzel raus. Die habe ich ja verklebt. Und es ist wieder so gut wie neu. Und der Garnelenhaufen wird immer größer und... Willkommen zu einem neuen Video. Heute richte ich ein paar Mini-Terrarien ein, die was man hinterher schon sehen kann. Und ich baue ein Aquarium ab. Bevor wir aber jetzt mit den Gläsern anfangen, möchte ich noch eine Sache nachholen vom letzten Mal, wo ich euch zeige, was ich so den ganzen Tag mache. Und zwar das Fische füttern. Ich habe hier Lebendfutter, zum einen Blackworms, also Glanzwürmer, Tubifix und Echidrien. Ich bin jetzt die nächsten Tage nicht zu Hause, deshalb muss ich alles verfüttern. Dann habe ich hier das Sieb, das ist ein Futtersieb, mit dem man das gut absieben kann. Unten ein Glas, um das abzusieben. Normalerweise mache ich das auch beim Waschbecken, aber hier ist es ein bisschen heller und drüben ist relativ dunkel. Deshalb mache ich das gleich hier. Also einfach absieben. Meistens ist das Sieb so ein bisschen zu, man muss das kurz so wackeln. Und dann kann man das ganz einfach absieben. Das mache ich jetzt mit allen, schütte das Wasser weg und spüle es ein bisschen mit normalem Wasser durch und dann sehen wir uns gleich wieder drüben. So, das Ganze ist durchgespült und abgetropft und jetzt pimpen wir das Ganze noch mit Garlic von Microblift, sein Knoblauchkonzentrat, also hier so ein, zwei Schüsse drauf. Dann lasse ich das noch kurz stehen, damit das ein bisschen einzieht in das Lebendfutter. Währenddessen schalte ich mal die Filter aus, habe ich ganz einfach hier mit den Steckerleisten. Hier einfach beim Filter abdrehen und dann hier auch dieses da. So, dann haben wir hier das Lebendfutter. Ich zeige euch noch ganz kurz das 120p. Gestern, also ist jetzt gleich ein Tag später, habe ich ja da die große Maintenance gemacht und das Aquarium ja fast zerstört. Sah zumindest kurz so aus. Aber wie man jetzt sehen kann, schaut das wieder richtig gut aus. Also es ist komplett klar geworden. Also vielleicht auch wegen dem Bactoshot. Ich denke, es wäre so auch klar geworden, aber der hat bestimmt noch ein bisschen mitgeholfen. Und ja, jetzt schaut alles wieder gut aus. Richtig schön frei. Also vor allem auch hinten. Muss ich mal schauen, da sind noch einige Pflanzen, was ich euch rausholen muss und es neu setzen muss. Werde ich dann nächste Woche oder so machen. Aber auf jeden Fall wirkt jetzt alles wieder heller und richtig nice. Dann kommen wir jetzt zum Füttern. Ich mache das meistens so, dass ich hier so eine Pinzette nehme. Also ich mache es jetzt zum Beispiel hier, normalerweise halte ich das Glas in der anderen Hand. Und dann nehme ich mir hier mit der Pinzette so ein paar Würmer und halte sie so ins Aquarium. Wirbel sie so ein bisschen durch, damit die Fische das schön fressen können. Hier ist es halt vielleicht für die Sundanios eine Spur zu groß, aber die schaffen das schon. Aber vor allem die Schilfsäumler freuen sich da sehr drüber. Über die ganzen verschiedenen Würmer und die Garnelen dann auch, die fressen dann den Rest. Dann weiter hier beim großen Aquarium. Da sind ja um einiges mehr Fische drin und ein bisschen mehr Futter auch rein. Aber ein bisschen weniger mal, dass die Fische wissen, es kommt was rein. Dann kommen die schon alle vor und fangen an zu fressen. Und so mache ich das immer dann nach und nach, damit nicht alles am Boden sinkt, sondern die es auch aus dem Wasser fressen können. Dann geht es hier weiter. Hier darf ruhig auch einiges am Boden fallen, damit die Panzerwälzer da genug bekommen. Da sind ja die Panda-Panzerwälzer drinnen und dass die auch ein paar von den Würmern abbekommen. Ist auch gut, wenn da was am Boden fällt. Aber auch hier Nanostomus, auch richtig schöne Fische. Gefallen mir sehr, aber auch die Kalinaisfische balzen hier gerade, sie sollen ja fressen und nicht balzen. Aber da kann auf jeden Fall noch mehr Futter ran. So ein bisschen verwirbeln, damit sich das auch aufteilt. Damit die auch alle was bekommen, auch wenn mal manche ein bisschen scheuer sind und weiter hinten. Da sieht man, wie die ganzen Würmer da inhalieren. Ihr füttert euch dann immer auf ein paar Stellen, damit auch die ganzen Pfeffersäumler dann was abbekommen. Meistens gehe ich dann noch ein bisschen von Aquarium weg, damit die eine Ruhe haben beim Fressen. Hier sieht man auch einen Dario, der vorkommt. Der riecht das Futter. Und die Garnelen stürzen sich auch alle drauf. Also wie gesagt, ich möchte die drei Selgläser einrichten. Die habe ich schon ausgepackt, die stehen hier oben. Und da gibt es drei verschiedene Arten. Einmal das Clear, einmal das Emerald, einmal das Amber. Da ist jeweils der untere Teil anders gefärbt, aber sonst sind sie komplett gleich aufgebaut. Neben dem Glas ist dann auch noch Bodengrund dabei. Einmal Bimsgestein als Drainageschicht und noch Tropical River Soil, um das Ganze einzurichten. Aber zuerst möchte ich das Neoglas hier einrichten. Das ist auch von Dohr und gibt es in verschiedenen Maßen. Das Besondere ist der abgesetzte Boden. Und ich habe hier die Steine erstmal nur so reingelegt, aber so sollen hier nicht bleiben. Und auch der Bodengrund ist noch nicht perfekt. Also kommt der Kies erstmal raus, das ist der Dohr Tropical River Sand.
Da habe ich auch noch einen neuen Sack davon gekauft. Hier habe ich all meine Tools in meinen Toolstand untergebracht, dass ich alles griffbereit habe. So, am besten nicht so viel verschütten wie ich. So, Wabikusa Mini-Terrarien-Videos sind oft leider nicht so gut geklickt. Aber wenn euch sowas gefällt und ich sowas öfters machen soll, dann lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Hier in dem Glas möchte ich verschiedene Sukkulenten verwenden. Ich habe hier einige gekauft, Sukkulenten und Kakteen. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob Kakteen auch zu Sukkulenten mitzählen. Gute Frage. Als untere Schicht möchte ich auch irgendeine Drainageschicht haben, also irgendein gröberes Gestein. Ich habe jetzt hier von Yokuchi die Base, die habe ich von der Interzoo mitbekommen zum Testen. Das sind so verschiedene, mehr oder weniger poröse Steine. Zum einen Lava, ein bisschen Bimsgestein, ich glaube ein bisschen Siluit, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann nehmen wir uns den Sandflattener, um vorne die Schicht schön zu machen, dass man den Untergrund vorne nicht sieht. Und hinten machen wir uns den relativ gleichmäßig schön. Ich muss sagen, was Kakteen und so angeht und Sukkulenten, bin ich mir von Substrat und so nicht so ganz sicher. Deshalb werde ich zum Teil das hier benutzen, was hier drinnen ist. Und zum anderen den Kies. Den streue ich vor allem mal vorne ran. Damit das von vorne schön ausschaut und dann nur so eine Sandschicht ist. Dann habe ich hier die wunderschönen Hakai Stones. Ich glaube aber, dass die hier nicht so gut passen werden, weil das ist so ein ausgewaschener Stein, der halt in Flüssen liegt und dadurch ausgespült wird und da so schöne Strukturen bekommt. Und das ist so ein Wüstenscape. Ich glaube, das wird nicht ganz so passen. Vielleicht benutzen wir die beiden Sellglas. Aber ich hole mir schnell noch andere Steine. Ich habe hier so ein Stück Holz. Ich glaube fast, dass das besser passen wird. Irgendwie so. Dann fange ich mal an mit den größeren Pflanzen. Und wie gesagt, ich benutze Substrat von den Pflanzen gleich auch hier. So, ich möchte das Ganze bis hinten rauf ansteigen lassen. Ich habe jetzt also ein paar rötliche Steine. Ich glaube, das ist Drachenstein, aber nicht so schöner eigentlich. Aber ich glaube, hier wird der ziemlich gut passen. So, dann mache ich jetzt mal von vorne weiter, damit ich das auch gleich sehen kann. Dann streue ich hier unter die Wurzeln noch ein bisschen mehr von dem groben Substrat ran. Dann haben wir diese Pflanze hier. Ich glaube, die werde ich mir aufteilen, um da zwei so Büsche zu haben. Dann haben wir einmal den runden Kaktus hier. Muss ich ein bisschen aufpassen. Und jetzt decke ich noch alles mit Sand ab. So fürs Grobe habe ich das direkt reingestreut, aber für so Feinheiten finde ich den Soilscoop richtig praktisch, weil da kann man halt viel leichter und schöner dosieren und dann auch nur dort was hinstreuen, wo man es auch wirklich haben will. Ich bin nicht sicher, ob ich zufrieden bin. Ich habe, glaube ich, das falsche Glas dafür, für das, was ich machen wollte, weil das ist viel zu hoch, also ich habe jetzt eine richtig hohe Schicht Sand. Das schaut irgendwie komisch aus, aber ich finde den oberen Teil ganz cool und auch, dass es so offener ist. Weil wenn das jetzt alles so tief wäre, wird das blöd ausschauen. Es gibt von den Neogläsern auch noch so ein viereckiges, was nicht so hoch ist. Ich glaube, das wäre dafür besser geeignet. Aber ja, mal schauen. Ich werde es erstmal so stehen lassen. Es kann nicht immer alles so werden, wie man sich zuerst vorstellt. Also mal schauen. Im Großen und Ganzen ist es eh ganz okay. Aber irgendwie die hohe Sandschicht ist irgendwie komisch. Schaut irgendwie eigenartig aus, dass es so ein hohes Glas ist. Aber ja, nicht so schlimm. Lassen wir mal so. Dann habe ich ja letztens gemeint, dass ich das Aquarium hier verkaufen würde oder halt neu machen. Es hat sich bis jetzt keiner gemeldet. Ist ja schon ein paar Wochen her.
deshalb, weil ich es abbauen und neu einrichten, habe ich mir auch schon fast gedacht, es ist jetzt Sommer und meistens sollen die Leute sowieso ihr Aquarium selbst einrichten. Es gibt immer wieder Leute, die das nicht wollen, die dann froh sind, wenn sie ein eingerichtetes Aquarium haben, was halt schon gepflegt ist und schon eingelaufen ist. Aber natürlich, jetzt im Sommer sind das weniger Leute und da ist schwieriger, wen zu finden. Und das Aquarium ist eh relativ schnell erst geräumt. Vorher möchte ich euch noch das 120p zeigen. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen rausgenommen, was man hier sehen kann. Die ganzen feinen Äste, was hier überall drauf waren und hier. Ich hatte auch relativ viel Pinselalgen dran, hier sind ja auch noch ein paar. Und ich habe die jetzt mal rausgerissen und so gefällt es mir auch gerade ganz gut, dass es relativ offen ist. Und hier kann man gerade sehen, eine Armada an Sulawesi Inlandsgarnelen. Ich habe so eine Röhre reingeschmissen vom Glasgarten oder Garnelenhaus und die Garnelen lieben das. Morgen ist die komplett weg. Also es sind echt viele Garnelen drinnen. Einmal hier der Haufen und wenn man hier überall schaut, sind ja auch überall Garnelen verteilt. Also ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Garnelen in den Aquarium drinnen sind. Dann kommen wir jetzt zum Aquariumabbau. Ich habe die Fische und die Garnelen zum größten Teil schon rausgefangen. Einfach mit dem kleinen Netz. Ging eigentlich ganz gut. Ein paar sind noch drinnen. Die werde ich noch im Laufe des Abbaus rausholen. CO2 habe ich auch vorher schon abgeschalten. Das kommt erstmal raus. Dann hier noch der Filter und der Skimmer. Dann haben wir die ganze Technik schon mal draußen. Schwimmpflanzen landen erstmal im Müll. Ich habe davon eh in anderen Aquarien genug. Dann hole ich mal die Buzephalandras raus. Die wachsen hier schon ganz gut auf den Wurzeln an. Die kommen erstmal zur Seite. So wie das Quellmoos. Die Buzephalandras werde ich, glaube ich, entweder in ein anderes Aquarium reingeben, wahrscheinlich sogar, oder einfach in einer Box, die zu ist, wo ein bisschen Licht dazu kommt, dann halten die auch relativ lange einfach so. Dann sind Handtücher auf jeden Fall nicht verkehrt, hier ein bisschen was abzudecken. Die Stängelpflanzen reiße ich ganz vorsichtig raus, so dass ich möglichst wenig Säul aufwirbe. Ist zwar jetzt auch nicht so schlimm, weil die meisten Tiere ja auch schon draußen sind. Aber trotzdem möchte ich, dass es nicht komplett trüb wird, wenn es geht. Mal schauen. Hier ist noch eine von den Bienengarnelen. So, die Steine im Vordergrund will ich auf jeden Fall noch aufheben. Die hole ich mal raus und gebe sie in so einen Becher ran. So, jetzt kommt die Wurzel raus, die habe ich ja verklebt, aber die geht relativ leicht zu lösen. Hier sind ja die Klebestellen drauf, der Silikonkleber lässt sich vom Holz ganz gut entfernen. Auch der Sekundenkleber hier, meistens kann man den einfach wegbrechen. Dasselbe gilt für die Steine, kann man auch einfach relativ gut wieder sauber machen, mache ich dann später. Die lasse ich erstmal so zusammen. Da muss man echt aufpassen beim Rausheben, dass die nicht beim Rausheben brechen und man dann das Glas kaputt macht. Und es ist wieder so gut wie neu. Also jetzt kann ich die nächsten Tage anfangen, was Neues zu machen. Rückwandfolie habe ich jetzt auch entfernt, da kommt eine weiße wahrscheinlich drauf. Muss ich dann entscheiden, wie das Layout dann aussieht. Ich habe im letzten Video gezeigt, dass ich von AK neue Drachensteine bekommen habe und mit denen möchte ich hier ein Hardscape bauen. Ging jetzt echt schnell zum Abbauen. Ich habe jetzt hier einen Eimer, wo zum Teil der Bodengrund drin ist und zum Teil auch die kleinen Pflanzen. Der war aber schon fast voll, also ist jetzt nicht der komplette Eimer voll. Und hier ist noch das Hardscape. Und das Wasser muss ich noch wegschütten und die Steine hier werde ich auswaschen und dann wiederverwenden. Die Grundeln und die Garnelen, ich glaube die Garnelen kann man hier sehen, habe ich jetzt in das Aquarium gesetzt, in der 60p. Ich glaube, da passen sie auch ganz gut rein. Schilfsalmler sind richtig wieder am Balzen. Also ich muss sagen, die gefallen mir echt sehr gut. Und bin froh, dass ich mich für die entschieden habe. Die sind auch fast gar nicht scheu. So, wenn man hier so schaut, mit der Kamera ist es oft so, dass die Reflexion von der Linse die Fische ein bisschen so abschreckt und verscheucht. Aber hier ist es dann eigentlich fast komplett egal. Die interessieren sich nur für sich untereinander, aber es sind richtig schöne Fische. Also jetzt hier gerade, also vor allem unter dem Licht, unter der Skylight Hyperbar, sind die einfach
Wunderschön. Also ich habe das jetzt mal ein bisschen besprüht, also jetzt nicht auf die Pflanze, sondern mehr so daneben, dass alles leicht feucht ist. Aber es sind ja Kakteen und Sukkulenten, die sollten dann nicht zu viel Feuchtigkeit brauchen. Jetzt, wo ich es hier so sehe, gefällt es mir schon fast ein bisschen besser wieder. Ich habe jetzt noch den Hazel Crabble von Kumo dazugegeben. Das sind so kleinere Steine, die passen auch sehr gut dazu. Und jetzt kümmern wir uns um die Sellgläser. Fangen wir mit den Ember an. Ich muss sagen, anfangs hat mir das am wenigsten gefallen. Das Coole an den Gläsern ist, ist einmal die Base, also dort, wo das Wasser drin ist, dann einmal so einen Einsatz, wo die Pflanze reinkommt. So kann man die Pflanze rausnehmen, das auswaschen oder das Wasser wegschütten, wenn zu viel Wasser drin ist. Und es hat einen Deckel, der das Ganze feucht hält und eine hohe Luftfeuchtigkeit hält. Und hier oben ist ein Loch und auf den Seiten sind Löcher. Dadurch sollte das Ganze nicht so schnell anlaufen. Aber natürlich, wenn es sehr feucht ist, wird das wahrscheinlich trotzdem beschlagen. Jetzt fangen wir auch gleich an mit dem Originalzubehör, was hier dabei ist. Und richten das relativ simpel an. Ich möchte sie auch vor allem, um coole Pflanzen zu halten, die man jetzt nicht so gut als Zimmerpflanze halten kann, sondern die halt mehr Luftfeuchtigkeit brauchen. Da hat man hier einmal so eine Base, das ist so ein Bimsgestein, also eine Drainageschicht. Das teilen wir hier unten auf. Das ist auch dazu da, dass jetzt nicht irgendwie der Soil durchkommt. Und dann haben wir hier den Tropical River Soil von Doa. Ich habe da hier noch einen da, der schon offen ist. Das ist die alte Verpackung. Doa ist ja gerade dabei, die Verpackungen so ein bisschen umzustellen, was ich so mitbekommen habe. Von Orange zu Schwarz und Weiß. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Und dann benutzen wir die offene Packung, solange ich die noch da habe. Ich mache es jetzt noch nicht voll, sondern erst dann, wenn die Pflanze drin ist. Und zur Bepflanzung habe ich ein paar Pflanzen gekauft bei Liquid Nature, also ein paar Aquariumpflanzen. Das ist einmal die Anubias gracilis, eine richtig coole Anubias, die so dreieckige Blätter hat. Dann eine Laginandra Meboldi Red, auch eine richtig coole Pflanze, was auch eh mehr gut wächst, wenn sie halt ein zues Gefäß hat. Und noch hier Anubias Green Jade. Die bereiten wir uns einfach ganz schnell noch vor. Einfach hier die Steinwolle abmachen. Mit einer kleinen Pinzette geht das, finde ich, am besten. So, wenn das meiste ab ist, ist es okay, muss ich komplett sauber sein. Und die Wurzeln kürze ich auch nicht ein. Fürs Aquarium kürze ich die meistens, also schneide sie ab, damit sie kürzer sind. Aber wenn ich sie so E-Mers benutze, möchte ich, dass die Pflanze viel gesunde Wurzeln hat. Deswegen auch beim Steinwolle entfernen aufpassen, dass man die Wurzeln nicht beschädigt, damit die schön und gut wächst, weil sonst muss sie erst wieder neue Wurzeln ausbilden, dann leiden die Blätter drunter und dann schaut sie anfangs nicht so schön aus. Und je mehr Wurzeln man dran lässt und je weniger man da beschädigt, desto besser wächst sie dann eh mehr. Ich finde das mit der Pinzette echt am besten, weil da kann man immer so auf und zu machen und die Dicke anpassen, wenn man jetzt dickere und nicht so dicke Wurzeln hat oder Abstände hat. Manche machen das ja auch mit einer Gabel, aber das finde ich nicht so gut, aber ist halt Geschmackssache. Also der große Stein würde sogar fast reinpassen, aber das ist Verschwendung für den Stein. Der passt auf jeden Fall in die Gläser nicht. Dann schauen wir mal, wie wir das so von der Größe machen. Ich glaube fast, dass wir da gar nicht zu viel dazu machen. Und zwar, ich fülle mal ein bisschen Soil nach. Was da ganz wichtig ist bei den Anubias, ist, dass nur die Wurzel im Substrat ist und das Rhizom nicht, weil sonst könnte es anfangen zu gammeln, das wäre nicht so ideal. So, dann machen wir dahinter noch einen Stein. Dann können wir noch mehr anfüllen. Und ich glaube, die Green Jade kommt noch dazu. Dann reiße ich noch zwei nicht so schöne Blätter weg, oder drei. So, noch ein paar Steine dazu. Und fertig haben wir das erste Glas mit ausschließlich Anubias. Dann besprühen wir das gleich noch komplett, dass die Wurzeln noch gleich nass sind und nicht austrocknen. Deckel drauf und es stehen auch so gut wie keine Blätter an. Das ist, denke ich, auch noch ganz wichtig. Das schaut dann einfach nicht so gut aus, wenn die Blätter anstehen. Und fertig ist das erste Glas. So, das zweite ist das Emerald. Da kommt auch erstmal die Drainageschicht. Man kann natürlich auch anderes Substrat nehmen, je nachdem, was für Pflanzen man hat. So, hier habe ich ein paar Farne und ich überlege, ob ich davon was nehmen soll. Und da benutze ich jetzt auch einfach Sand, also wieder den Doa Tropical River Sand, um das Ganze hier einzusetzen. Und dann gebe ich hier noch ein paar von den Kumo Hazel Gravel dazu. Auch wieder ein bisschen besprühen.
Und dann sieht man gleich, wie der Gravel hier aussieht. Der ist so richtig orange. Und so schnell geht's, habe ich noch ein schönes minimalistisches Glas eingerichtet. Ich muss sagen, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, was ich damit mache. Ich glaube, das mache ich einfach die nächsten Stunden mal und überlege, was noch so cool wäre. Die Lage in anderer setze ich einfach irgendwo anders ein. Ist auch nicht so schlimm. Und dann zeige ich euch die ganzen Gläser, wenn sie fertig sind. So, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen und die Terrarien, die Mini-Terrarien entwickeln sich richtig gut. Ich habe jetzt hier ein Doa Magnet Light als Beleuchtung. Das muss jetzt erstmal ausreichen für die drei Stück. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn überall eins drüber wäre. Aber naja, die Gläser allein waren schon relativ teuer, da wollte ich jetzt nicht noch über Lampen dazu kaufen. Hier, das mit der Anubia schaut auch richtig gut aus, ist auch fast gar nicht beschlagen. Hier, das mit den Farben, ist ein bisschen mehr beschlagen. Das liegt aber, denke ich, auch an dem Licht. Das könnte ich ein bisschen runterdimmen, dann wäre das vielleicht besser, aber dann sind die anderen halt nicht so gut beleuchtet. Aber ist auch okay. Und hier, das, wo ich nur Moos reingegeben habe, da habe ich jetzt auch den einen Geweihfarn reingestellt, der auf so ein Korkstück aufgebunden ist. Auf Dauer wird er halt zu groß werden, dann kommt irgendwas anderes rein. Aber erstmal finde ich, schaut das ganz cool aus. Dann zu dem Teil hier, habe ich ja schon gesagt, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich muss sagen, mittlerweile finde ich es eigentlich immer besser und finde es gar nicht so schlimm, dass das jetzt so ein hohes Schichtsand hat. Ist okay, also im Groben und Ganzen schaut das oben halt ganz cool aus, finde ich, also gefällt mir sehr. So wüstenmäßig mit den ganzen Sukkulenten und Kakteen, finde ich ganz cool. Und hier der Garnelenhaufen wird immer größer und die Höhle wird immer kleiner, also die ist da echt schnell weg. Hier habe ich jetzt die ganzen Bucephalandras reingesetzt, damit die einfach wieder mal drinnen sind. Hier die Pflanzen werde ich jetzt noch hier hinten irgendwie reingeben, einfach um sie dabei aufzuheben. Ich habe hier hinten ein bisschen Platz, da mache ich jetzt nichts Besonderes. Ich stecke sie einfach mit den Händen hinten in das Säul rein, da bekommen sie gut Licht. Und ich kann sie dann entweder im nächsten Scape verwenden oder irgendwo anders. Und ich muss sie doch mit der Pinzette reinstecken, weil hier schwimmen sie auf. So, jetzt sind sie auch wirklich angepflanzt. Also, so eine Pinzette ist auch ganz praktisch. Mit dem Finger geht es zwar manchmal, ich habe gedacht, das geht jetzt schnell, aber der Pinzette macht das eigentlich schon immer besser. Anfang der Woche war ich auch beim Gerhard und wir haben sein XXL-Terrarium abgebaut. Da habe ich natürlich auch viel gefilmt und das gibt es in einem der nächsten Videos. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal.